Das Establishment hat Sanders, Bernie Sanders verhindert. Trump haben sie nicht verhindert, weil sie Trump wohl nicht verhindern wollen. Das ist sozusagen diese Analyse. Und wenn man die jetzt überträgt auf unsere Gesellschaft, das Establishment, also, oder das heißt ja immer jetzt die Eliten, ich finde die Eliten, das ist so ein irreführender Begriff. Also das Establishment, die Etablierten, die davon gut haben, wie die Politik gemacht wird. Wie schafft man diese andere Politik, wenn es prozentual so wenig Verbündete gibt? Oder wir kommen nicht drum herum, über die Sozialdemokratie zu sprechen, die Verbündeten wären, historisch, unsere natürlichen Verbündeten, aber die ihrerseits einen Weg gegangen sind, wo sie längst eigentlich nur zu den Etablierten gehören und eigentlich an einer anderen Politik überhaupt nicht interessiert sind. Also es gibt immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, nicht nur in Wahlkämpfen. Wenn bei mir jemand an der Tür klingeln würde und sagen würde, Fabio, gib mir mal dein Portemonnaie mit und du musst dich um nichts kümmern. Ich kümmere mich darum, dass du was im Kühlschrank hast, den nervigen Kram mit der Versicherung und so, und ich kenne den nicht, würde ich dem wahrscheinlich nicht mein Portemonnaie mitgeben. Man sollte, und das gilt übrigens auch für die Linke, wenn die Linke alle 4 Jahre an der Tür klingelt und sagt, gib mir mal deine Stimme mit, ich kümmere mich die nächsten 4 Jahre um deine Interessen, dann sollte man vielleicht auch die Tür wieder zumachen und sagen, ich kümmere mich auch selbst um meine Interessen, denn die Linke alleine kann das nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Die würden uns innerhalb von wenigen Wochen mit der Bild und Co. Im Kanzleramt sturmreif schießen, wenn es nicht auch das Engagement von Millionen Menschen gibt. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist jetzt kein Aufruf, die Linke nicht zu wählen. Um Gottes Willen. Damit das schon mal klar ist. Ja. Ich will nur sagen, es reicht eben nicht. Und natürlich, ich verstehe das, viele Menschen sind müde, nach 3 Jobs als Leiharbeiter oder so, sich noch um die Politik zu kümmern. Meine eigene Mutter, die war schon prekär, als es das sogenannte Prekariat noch gar nicht gab. Die sagt immer, ich finde das ganz toll, was du da machst, aber ich habe keine Kraft. Ich habe keine Kraft, mich zu wehren. Und das ist doch das Schlimme, dass sie mit dieser Politik ja immer weiterkommen. Weil für Frau Merkel ist es doch egal, ob 30% von 100% der Wahlberechtigten sie wählen oder 30% von 50% der Wahlberechtigten. Sie kriegt immer ihre Klaköre im Bundestag. Und deswegen kann ich die Menschen gut verstehen, die die Faust in der Tasche haben und sagen, ich mache da nicht mehr mit, ich gehe nicht mehr zur Wahl oder so. Aber sie helfen ihr ja, weil es ja so schön bequem, die stören dann eben nicht mehr, die nerven dann nicht mehr. Und ich glaube, dass das eigentliche Verbrechen der SPD war, Menschen, die ein gutes Einkommen haben, wir mittlerweile selber auch, Menschen, die ein gutes Einkommen haben, wenn die enttäuscht werden, suchen die sich einen neuen Ansprechpartner. Aber Menschen, die, und die SPD verstand sich ja mal als soziale Schutzmacht der kleinen Leute, auch Schutz brauchen, die wenden sich eben ab und verabschieden sich dauerhaft von der Demokratie. Das heißt, das, was die SPD gemacht hat, hat nicht nur der SPD geschadet, es hat der Demokratie geschadet. Das war daran so verwerflich. Und jetzt bin ich der Letzte. Ich sage, jeder braucht im Leben eine zweite Chance. Das gilt für Straffällige, das gilt auch für die SPD. Aber dann muss sie sich erstmal resozialisieren. Und es gibt doch... Mir ist die Nase von Leuten völlig egal. Also ich glaube ja, wenn wir uns jetzt im Bundestagswahlkampf mit wehenden Fahnen den Sigmar Gabriel auf den Rücken binden würden, dann würden wir in der Elbe wahrscheinlich absaufen. Aber... Wenn Herr Gabriel sagt, er stellt die Rentenformel wieder her, er beendet völkerrechtswidrige Kriegseinsätze, die immer weiter in die Eskalation führen, er schafft eine ordentliche Vermögens- oder Erbschaftsbesteuerung, wo es eben nicht nur auf Papas Geldbeutel drauf ankommt, ob man eine Chance im Leben hat, sich etwas aufzubauen, wer wären wir denn, das nicht zu machen? Aber mir fehlt der Glaube derzeit. Wenn die SPD mir morgen einen Bernie Sanders schickt, wer wäre ich denn, nicht die Politik verändern zu wollen?
Aber es reicht doch nicht, wenn wir in den Wahlkampf gehen und uns über die Verteilung der Dienstwagen unterhalten und den Menschen nicht mehr zuhören. Es muss eine Partei in Deutschland geben, die die Interessen der kleinen Leute und der Mittelschicht nicht verrät. Eine Partei muss es geben. Und die muss relativ groß werden, hoffentlich. Die muss groß werden. Aber wenn uns die anderen dann vorwerfen, ja, wenn ihr euch so abgrenzt, wir gegen die da oben. Die Rechten machen übrigens wir gegen die da unten. Wenn ihr euch so abgrenzt von denen, dann seid ihr genauso wie die AfD oder so. Will ich nur mal darauf hinweisen. Die Übereinstimmungen der Grünen in der Rentenpolitik sind mit der AfD größer als mit uns. Das ist ein provokanter Satz. Ich meine den aber auch so. Die wollen nämlich beide riestern und privatisieren und die AfD fordert sogar ein Zwangsriester. Also, nur die kleinen Leute, Entschuldigung, wenn ich mich gerade so in Rage rede, ja. die kleinen Leute wissen natürlich häufig nicht, dass die auch ihre Finger in ihrem Portemonnaie haben oder sie sagen manchmal zu mir auch, ja, das weiß ich, ist mir aber völlig egal, ich will euch einfach nur sagen, mir hört keiner mehr zu. Und die Flüchtlingskrise war zum Beispiel das Thema, was die AfD groß gemacht hat, weil die waren ja vorher unter 3%, die waren ja eigentlich kaputt.